Achtung, Fahrrad. Achtung, Polizei hinter uns. Oh, sorry, sorry. Mach Licht an, du. Jo Leute, was geht? Na, Bert, schon hier die Antenne draußen. Ich bin unterwegs mit Duke. Guck mal, wie nass meine Maschine ist. Könnt ihr das überhaupt erkennen? Keine Ahnung. Die ist extrem nass, weil in meinem Keller einfach kondensiert ist, warum auch immer. Und ja, draußen die Straßen sind relativ trocken. Naja, egal. Fahren wir jetzt mal. Wir fahren jetzt mal was machen für einen Dual-Vlog, glaube ich. Dass es endlich passiert. Polizei. Was wird das denn, Alter? Sie macht es trotzdem. Sie zieht durch. Sie ist doof. Aber, ja natürlich. Also, da kann man ja, muss man ja nichts sagen weiter. Muss man nichts hinzufügen. War nicht die hellste Entscheidung. Aber da wir aufmerksame Verkehrsteilnehmer sind, haben wir diese Situation frühzeitig erkannt und konnten sie durch das Signalhorn warnen, dass wir sie überfahren werden. Nein, natürlich haben wir gebremst, so wie wir sind. Wir sind nette Boys. Mein Motorrad ist übertrieben nass. Meine Innenschenkel sind jetzt schon nass. Mit dem Fahrtwind zusammen wird das auf jeden Fall geil. Ich freue mich jetzt schon. 36 Kilometer habe ich noch an Reichweite. Dann muss ich mal tanken. Ja. Leute, es ist etwas passiert hier in der Umgebung. Es sind Geräusche aufgetaucht. Ist hier ein Huhn? Ist hier ein Elefant? Nein, es ist... Duken, hallo. Duken ist jetzt in meinem Video drin. Ja. Wir haben es geschafft, wir sind verbunden. Pass auf, der wird beginnen. Wir sind aber nicht über Sender verbunden. Falls ihr glaubt, Sender hätte funktioniert, muss ich euch leider enttäuschen. Sender war eine Enttäuschung. Also Sender hat uns enttäuscht, sagen wir es mal so. Wir haben es jetzt auf die Oldschool-Art und Weise gemacht und uns mit extrem vielen Mikrofonen verbunden. Und weil es zu kompliziert ist, die GoPro-Dateien von uns gegenseitig zu nehmen und dann zuzuschneiden und so, das ist einfach aufwendig. Und jetzt haben wir einfach nur ein Audio-File und das cutten wir mit rein und dann gehört ihr diesem Boy hier. Aber er redet jetzt nicht, das ist das Interessante. Jetzt, wo ihr ihn hören könntet, ist er ganz still. Jetzt habe ich Angst, weil mich jetzt ganz viele Leute hören könnten und jetzt... Du bist jetzt Fame, Boy, du bist Fame! Ja! Ja! Aua, mein Gehör ist kaputt. Dann musst du deinen Sehner ein bisschen leiser machen. Lass rechts abbiegen. Ja. Wo sind wir denn? Friedrich Street, Wir sind jetzt Friedrich Street. Oh, warum macht der... Was macht der? Warum... Licht hupt der uns an? Weil... Der Bus? Ja. Guck mal, sie hat gerade auf unser Motorrad gezeigt. Wo sie gerade so diese abtörende Winker so, hallo. Ja. Die Leute können jetzt dich hören. Ja. Die Leute links von uns gucken uns richtig an, die in dem Transporter. Warte, 3, 2, 1. Er hat richtig dumm geguckt und dann hat er gelacht. Einmal hat er gelacht. So, Museum Checkpoint Charlie. Nicht anrufen. Hier kommst du ganz leicht so. Ganz leicht nur, das ist so unterdrückt. Ja, sie hat versucht, sie wurde cooler. Sie wurde einfach cooler. Ja, Bruf. So, an der Ampel fehlt was. Was an der Ampel fehlt was? Ja, so dieser Schirm. Ja, dieses Männchen, was da drin lebt, wird jetzt nass, wenn es regnet. Meinst du feucht, so wie du mit der Motorrad? Ja. Ja. Hier, oh, ist ja gar nicht grün. Los geht's, Kinder! Los geht's! Los geht's! Wir haben es geschafft! Ah. Das ist der absolut asozialste Vlog, den es in Berlin gibt. Und dafür stehe ich mit meinem Namen, der Coverboy. Dr. Oetker. Direkt sage ich erstmal an alle Hater hier, den hier, diesen kleinen Kartoffelfinger. und ja, ist mir eigentlich egal. Lass mal Scheiße bauen! Achso, ich brauche gar nicht mehr schreien. Lass mal Scheiße bauen! Ja, Digga. Ja, Mann, also, ich bin gerade im dritten Jahr angefahren. Skull. Warte, komm mal jetzt rechts die Leute. Warte. 3, 2, 1. Wenig Reaktion. Lass mal Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Okay, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck bis 7. Ja, wahrscheinlich. Wer verliert, muss ein Kleidungsstück ausziehen. Aber das wird dann so kalt. Schnick, Schnack, Schnuck. Bastard. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck.
Schnick, schnack. Ja, Junge, 2-1. Schnick, schnack, schnuck. 2-2. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ja. 3-2 gewonnen. Easy für den Boy. Der Coverboy ist einfach der Beste. Das ist ein Glücksspiel, das ist illegal. Sind das jetzt, eigentlich diese Videos noch mehr inhaltsvoll oder sind die jetzt noch sinnloser und asozialer geworden? Ich glaube, jetzt sind sie noch sinnloser. Junge, du musst dich übertreiben mit dieser Lärmbelästigung. Dadurch, dass die Polizei dich jetzt auch hören kann, werden die bei dir klingeln kommen. Okay. Meine Mutter macht wunderbaren Kaffee. Auch ehrlich? Am Samstagmorgen. Also Samstagmorgen wäre empfehlenswert, wenn ihr kommen würdet. Proof. Das war eine 96. Mit Originalauspuff. Danke, dass du für mich das reden wolltest. Ja, das ist kein Problem, wir sind ja jetzt Duel. Wir sind jetzt quasi. Sind wir jetzt auch im Team miteinander Duel? Ja. Lauf bloß nicht schneller, weil du rot hast. Sie hat Auge gemacht auf dich! Sie hat Auge gemacht, Digga. Nein, die hat Auge auf dich gemacht, Proof. Ja, wahrscheinlich guckt sie dich an, wenn sie Auge auf mich macht, oder? Nein, die hat ihren Kopf nur nach rechts gedreht, aber ihre Augen waren noch weiter nach rechts gedreht, Junge. Das könnt ihr hier in der Zeitlupe. Du wirst auf jeden Fall gleich ausrutschen, habe ich so das Gefühl. Jawohl. Endlich. Deswegen fahre ich schön langsam hinter dir, um das natürlich auf Videokamera zu haben. Damit ich dann so schön langsam ins Mic stöhnen kann, so. Oh, aua. Ah, ja, und damit die Leute haben sich ja jetzt schon so entspannt, Fußball, der Körper ist warm, das Glied ist hart. Nicht laufen. Das war die Lektion dafür, dass sie bei Rot läuft. Sie hat uns angeguckt und hat sich dann für Rot entschieden. Ja. Falsche Entscheidung leider. Oh, Pferde. Oh, da musst du aber bitte leise sein. Ja, bin ich auch. Ich war quasi lautlos. Oha, wie sieht's denn hier aus? Alter, hier geht's voll ab, es ist voll Disco, Mann. Warum machst du hier zu, du Hurensohn? Er macht sogar noch mehr zu. Das war nicht klug, Junge, ist eine Kreuzung. Alter! Schick! Das sieht ja sick aus, Mann. Oh, guck mal, da hinten ist es sogar ein anderer Farbton. Das sieht so nach Kotze aus. Das hier ist alles schön blau. Das sieht so nach Kotze aus, jawohl. Da gebe ich den Bus Mickey Mouse eigentlich. Mickey Mouse, ja, wo ist der Crackhead? Wo ist der Crackhead? Guck mal, er hat die 16 und sie die 14. Wer hat die 15, ist die Frage. Proof. Die haben jemanden verloren. Ihr Sohn hatte die 15. RIP Berliner Straßenverkehr. Verloren in Berlin, okay. Hartes Pflaster. Verstehst du? Bikerin außer Dienst. Oh, was? Vor uns, Bikerin außer Dienst. Komm, sie macht das Platz, Ehrenfrau. Kennen wir sie? Nein. Da ist ein Typ drin, ist der Bau. Aber sie macht Auge. Sie beugt sich sofort und guckt. Wieso fährt man so eine mächtige, getunte Scheißkarre? Nein, die ist getunt, aber ist hässlich getunt, das ist der Unterschied. Knieschlafen. Ja, Mann. Digga, wenn ich mich jetzt hier maule, dann war es das wirklich komplett. Naja, die hat doch Auge gemacht. Du wirst auf jeden Fall gleich dich maulen. Fahr nicht über die weißen Streifen, die sind super rutschig. Danke, da bin ich schon mal dran gescheitert. Ehrlich? Ja, ach, das ja, war ein Alex. Unfall, ja. Ich muss zur Tankstelle. Ah, das fällt dir aber früher. Wir können endlich zusammen reden und uns anfassen. Davor konnten wir uns nur anfassen. Also nein, wir konnten schon reden, aber jetzt können die auch hören, was sie für Geräusche dabei richtig machen. Richtig. Das ist sau gut. Das ist sau gut, das ist sau gut. Alter, der Bus cuttet in ihren Radfahrer rein und der schüttelt nur den Kopf. Es ist einfach gruselig, ein Radfahrer zu sein. Zum Glück hält der Bus auch ein bisschen weiter vorne an. Deswegen habe ich mich extra beeilt, damit berechnet er hätte. Er hätte dich auf jeden Fall. Er hat aber nicht, er ist genau Haltelinie. Achso. Oh. Hättest du Haltelinie angehalten, hätte dich übelst umgebammt. Bam! Aber ist okay, ich hätte dich auch umgebangt. Bang? Weil ich auf dich stehe, Bro! Ja! Ich würde dich auch umbangen, aber. Als war nur das Sperma in meinem Hals von vorhin. Ach, jetzt grüße auf jeden Fall Tayo. Tayo, du geile Sau! Um dich einzuweihen, wir haben uns letztens gefragt, wen wir als dritten Sexualpartner. Nein. Wen wir als zweiten Sexualpartner. Nein. Die Frage war anders, ich stelle sie einfach nochmal. Okay, mach das. Mit wem würdest du Geschlechtsverkehr haben von einem Prominenten, aber es muss ein Mann sein? Ja, also, ja. Welcher prominente Mann? Und prominent ist man so ab, wenn man einen halt kennt. Sagen wir mal so. wie gesagt, also um die Farbkreation aufrechtzuerhalten und vor allem auch Spaß zu haben,
Auf jeden Fall mit dir und Tayo, Alter. Das ist halt ja. wirklich farblich gesehen. Ich bin oh, du Huren, Alter. Ich hab mir eingepisst. Ich bin der Käse, du bist das leicht braungebrannte und Tayo ist der Black Mamba. Boah, Mann, mit seiner Riesennatter. Ich glaube, Tayo sitzt gerade vorm Handy und hat seine rechte Hand so am Handy, die linke in der Hose und denkt sich so, oh, ist yes, er links, boys. Ist er Linkshänder oder was? Keine Ahnung, aber... Ja, wahrscheinlich ist er Linkshänder. Schon, ist schon wahrscheinlich eigentlich. Ja. Und dann ja. Denkt er sich gerade so, oh yes, boys, ihr wisst Bescheid. Oh, die Cops, warte mal. Achtung, Fahrrad. Was, wie, wo, wer? Achtung, Polizei hinter uns. Achtung, oh, Digga! Oh, oh sorry. Mach Licht an, du Oh Gott, Digga, ich hab ihn schon nicht reinfahren sehen. Oh mein Gott, du glaubst gar nicht, was ich für einen Schock hatte, weil er kam immer schneller näher und du standest da schon so. Hä, hey, Digga, oh. Aber ich hab Schulterblick gemacht, ich hab ihn nicht gesehen. Oh mein Gott, Digga, der war ja auch fast schon in dir drin, Alter. Hä, aber wo war der denn? Ich hab den wirklich nicht gesehen. Der kam auf einmal angefahren mit zwei aus dahinter. Oh Gott, ich hab gerade so Schiss gehabt, dass der wäre voll nicht reingebracht vorne. Also, dir wäre nichts passiert, aber... Nee, mir wäre nichts passiert. Er rastet so direkt aus, so, ja, geht's dir noch gut? Sohn, Alter. Also, du musst dich jetzt mal entspannen. Ja, ich dachte gerade, ich verliere dich bloß, deswegen hatte ich Angst. Ja, ich verstehe das, Bro. Ist der behindert, Alter? Ich blick auch jetzt, blick mal rechts. Spaß, Alter. Alter, die Leute fahren heute, wir haben keine Geduld. Boah, Digga, wir müssen abbiegen. Warum willst du denn abbiegen? Lass doch Kreuzberg, Digga. Ja, weil ich hier durch die Lichterstraßen wollte. Ach so, Digga, sag doch. Ich hab gedacht, wir müssen, ich hab gesagt, mach rechts den Blinker an. Ach so. So, mein Süßer, fahr los. Jetzt beruhigen wir uns alle und freuen uns, dass wir leben und fahren jetzt zusammen zur Tankstelle. Okay, wir müssen ganz nach links, ne? Digga, was macht er lässt uns rein. Er lässt uns rein, glaube ich, so halb. Aber. Oh, der wurde geblitzt. Rotblitzer. Oh, nochmal. Oh, sind die dumm, Alter. Aber er jetzt. Er killt. Ah, ne, alles gut. Ah, doch, der ist über Rot neben der Polizei. Kann man machen. Er dachte, sie ist auch so Bundespolizei, die können mir nichts. Wahrscheinlich. Das, jetzt kommt so. Ist das hier? Ich meine das, was man so vor Straßen rennt. Need for Speed. Ja, genau. Ja. Tokyo Drift meinst du? Ja, die rechte Ampel war ganz schneller gelb als deine. Ehrlich? Ja, weil als ich bei mir gelb war, habe ich bei dir rüber geguckt und bei mir war noch rot. Wie kann das sein, Alter? Das ist eine gute Frage. Du musst mal jetzt gechillter fahren, Bro. Warum? Weil wir jetzt Chiller sind. Ach so, bist du Chiller? Unser Vlog besteht jetzt daraus, chillig zu cruisen und keinen Lärm und Radau zu machen. Okay, aber dann schalten genau jetzt alle ab. Ja, Leute, es war sehr schön mit euch. Ciao. Mein Motorrad ist ausgegangen. Weil sie Auge gemacht hat, Bro. Peinlich, wollte gerade sagen, da kommt so ein weibliches Geschlecht über die Straße gelaufen. Digga, links neben mir steht ein BMW 7er Alpina, Alter. Moin, was ganz kritisch los? Bock gerade auf dem Handschuhfach. Man hört dich, ne? Ich weiß, ich rapp gerade Kapital, Digga. Okay, mach BMW doch. BMW Alpina, Bock gerade auf dem Handschuhfach. Jetzt kommt der Kokainer und ballert deine Nachbarschaft. Wie kann denn Kokain ballern? Ich weiß auch nicht, ob der Text jetzt genau so war, aber... Er ist nicht so schlimm. Manche Leute sagen... Hallo. Nimm einen Zug, gönn dir. Riechst du überhaupt was? Oh, voll um. Ist dir schön nicht? Oh, geil. Ich liebe es, wenn Kim im Club mit tanzt. Mann, Alter, jetzt krieg ich einen Cent zurück, so eine Kacke, ey. Schrei nicht so. Ja, du kannst auch spenden an gemeinnützige. Junge, als ob ich spende, weißt du, wie broke ich bin? Ja, läuft nicht mehr, wa? Nein, Digga, seitdem ich angefangen habe mit YouTube, läuft nicht mehr. Das. Ja, kannst du mal jetzt auch mit sauber machen? Mein Bike ist so dreckig, Alter. Haha, wie du. Was hab ich denn, die 5? Ist das die 5? Soll ich dich jetzt auch wieder anschreiben? Nee, das ist die 6. Als ob. Ja, doch. Hallo, die 6 bitte. Oder 5? Ja, okay. Danke. Das war echt nicht lustig, Bro. Warum nicht? Du hast mich verarscht. Aber an der 6 stand der AMG GT und hat wahrscheinlich Super Plus getan. Ich dachte, du wolltest wahrscheinlich 150 Euro. Ich dachte, du wolltest die Rechnung übernehmen. Ja, der ist doch schon weg, alles gut, aber... Komm, wir übernehmen deine Rechnung. Du bist ein Arschloch. Ich kann dir jetzt nicht mehr vertrauen, das heißt, ich höre nicht mehr auf dich. Okay.
Ups. Kommt gerade nichts, Digga? Ich vertraue dir nicht mehr. Ich muss selbst gucken. Sag, meine Freundin kotzt es auch übelst an, seitdem ich meinen Auspuff so geil präpariert habe. Fährt meine Freundin bei mir nicht mehr mit. Sie meint, es ist hier zu laut. Ja, ist verständlich. Aber dann hat man so zwei Optionen. Entweder dein man sagt, Auspuff pustet mich schon wieder an. Warte mal. Guck mal auf seine Hose da unten. Ich spüre das nur, ich sehe es nicht. Bitte lass mich nie wieder im Stich. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Wir sagen jetzt erstmal nochmal hier eine grobe Zusammenfassung von unserer heutigen Aktion. Darüber haben wir noch gar nicht so gesprochen. Stimmt, ja, stimmt, stimmt. Also, wir haben es jetzt gemacht. Und was erwartet euch jetzt? Was bedeutet das für euch? Was bedeutet das für uns? Das bedeutet richtig, richtig, richtig derbe Scheiße. Richtig. So, das heißt, es wird jetzt öfter Dual Vlogs geben und ich hoffe jetzt mit der Soundqualität passt dann alles so. Ich krieg nämlich die Tonspur von Duke hin. Er kriegt meine Tonspur. Oh, mal gucken, ja. Und dann dann ja, gucken wir, ob das passt so. Die Qualität ist auf jeden Fall wahrscheinlich besser als mit Senna. Ja. Also es ist sick, man, sick wie Leukämie. Guck mal hier, Bodenwelle und nice proof. Ja, Mann. Ich liebe es, mit Frauen in Strapsen in Clubs mit mir tanzen. Du weißt schon, dass deine Freundin das Video wahrscheinlich sieht. Ja, das Ding ist, letztens, ich höre das Lied immer mit ihr, ne? Aber was für ein Lied, Digga? Ja, ich liebe es, heißt das von Rata. Nein, nein, das war kein Lied, Digga. Das waren deine Gedanken. Ach so, ja gut. Ja, auf jeden Fall sieht sie zu mir so, was singen die da am Anfang eigentlich immer, weil sie es einfach nicht verstanden hat. Da habe ich sie erklärt und seitdem weiß sie, ist cool, oder? Was singen die denn? Die ist mit den Schrapsen im Club? Ja, genau. Wenn du das Lied hörst, verstehst du das kaum. Halt an, du Missgeboter, ich fick den Kotflügel. Ja, mit deinem Kopf, Alter. Einmalig fickt er ihn, aber er hat auf jeden Fall gewonnen. Das trotzdem. Ist wie mit den Bienen. Sind die Bienen nicht, also töten die danach nicht auch ihr Männchen? Bienen? Spinnen auf jeden Fall. Bienen weiß ich nicht. Ah, diese ja. Schlawiner. Hast du es mitbekommen? In Wolfsburg? Mein kleines Story am Rande. Das glaube ich kein. Also hat glaube ich keiner mitbekommen. In Wolfsburg leben ja überwiegend viele Leute, die bei VW arbeiten, ne? Weil das ist ja hab ich schon mal gehört, ja, ja. Und die bekommen ja alle VW-Fahrzeuge zum Sonderleasing-Angebot. Ja, genau. Es gibt seit einem halben Jahr oder so so Typen oder eine Frau, das weiß man halt nicht, der oder die nachts an die Autos geht. Und so einen übelsten Kleber an die Autos macht und dann die Motorhaube und so miteinander verklebt. und das ist so ein Kleber, den du nicht mehr abbekommst. Das Problem ist aber, dadurch, dass es Leasingfahrzeuge sind, müssen die Reparatur mal VW selbst bezahlen. Ja, das ist auf jeden Fall, die vermuten, dass das irgendwie so ein ehemaliger Mitarbeiter oder sowas ist. Ja, es klingt auf jeden Fall plausibel. Aber ist schon krass, wenn du kommst früh hin und dann wurde der Tür einfach zugeklebt. Ist auf jeden Fall scheiße. Ist scheiße, ja. Scheiße. Überleg mal jemand. Ach doch, das ist Bundespolizei. Überleg mal jemand kommt morgens zu deinem Motorrad, ja. Wenn du noch schläfst und der klebt einfach deine Tür zu. Ja, dann komm ich hier nicht mehr rein, ja, das ist scheiße. Ja, Mann, Digga, dann machst du es mit dem Motorradfahren für den Sommer. Ja. Du hast geknallt. Ich hab das mehr als mein Knallbüchse. Ich hab so einen Vogel in meinem Helm. Du hast einen Vogel in deinem Helm? Ja, und was fliegt da? Das kann ja bloß ein Vogel sein. Was ist das für ein geiles Auto? Sieht aus wie ein Leichenwagen. Nehme ich eigentlich noch auf? Echt, ja, jetzt hier der Q2 oder was? Der vor uns? Nein, Mann, der da drüben steht. Mit dem, das ist aus wie vom Ghostbusters. Das ist das Ghostbusters-Auto. Ja, Mann. Ghostbusters. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Bei Dialogen guckst du mir nie in die Augen. In die Augen. In. Tut mir leid. Weißt du, was mir gerade auffällt? Alle Leute hinter uns haben offene Fenster und hören uns irgendwie zu. Ja, das ist ja auch interessanter, als im Show zu stehen. Bestimmt. Okay, ich würde jetzt mal einfach behaupten, das war's mit dem Video. Ich sag jetzt hier schon mal Tschüss. Mach das. Das war jetzt unser erster Test, also es kann sein, dass der noch behinderter wird oder es noch besser wird. Es war schon sehr asozial, ich werde wahrscheinlich beim Schneiden denken, nein, das lade ich nicht hoch. Aber werde es wahrscheinlich trotzdem hochladen. Yeah! Okay, Leute, dann macht's gut. Es war mir eine Ehre, Dukin. Nimm meine Riesenhand. Meine Finger sind auch gar nicht so kalt heute, das ist krass. Ja, bei 13 Grad, im Gegensatz zu 2 ist Ist krass.
Okay, Leute, macht's gut. Bis die Tage. Duke und Kawaku sind raus. Tschüss. Production.